Ja, ich bin jetzt angekommen in Herbal Bay. Bin heute Morgen aus Wanderberg losgefahren, habe eigentlich einen Bus gebucht, habe ihn aber verpasst. Und habe mich dann einfach mal in die Straße gestellt und versucht zu hitchhiken. Und ich habe es tatsächlich geschafft. Nach einer Stunde hat mich dann einer mitgenommen. Jetzt komplett bis Herbal Bay. Ja, ich würde sagen, hat sich gelohnt. Erstmal noch ein Stückchen zum Hostel laufen, aber es sollte gleich um die Ecke sein. Puh. Und heute ist Dienstag. Am Donnerstag mache ich dann eine Tour zu den Fraser Islands für 2 Tage. Und danach fahre ich wahrscheinlich bis Early Beach hoch. Gucken, ob ich das vielleicht auch hitchhike. Ja, nicht geklappt. Zweiter Tag jetzt schon in Herbal Bay. Das Hostel ist echt cool. Woolsheet Backpackers heißt das. Also falls jemand mal nach Herbal Bay kommt, auf jeden Fall da hingehen. Morgen geht es dann zu Fraser Island. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann. Es ist leider etwas bewölkt und ein bisschen neblig. Aber das Wasser ist trotzdem mega türkis einfach. Man kann auch teilweise ein paar Fische sehen. Ich bin gerade noch so ein bisschen mit dem Pennyboard unterwegs. Ich fahre einfach hier in der Promenade lang. Viel mehr ist hier in Herbal Bay auch nicht. So eine Touristenpromenade. Da hinten ist noch ein großer Pier, da fahre ich gleich mal hin. Vielleicht haben wir da noch ein paar mehr Fische sehen. Ansonsten bin ich eigentlich schon mit der Stadt durch. Morgen zu den Fraser Island. Zu der Fraser Island. 2 Tage und dann, glaube ich, fahre ich direkt weiter nach Early Beach.
Mann. Saw the devil this morning, looking in the mirror, drop of rum on my tongue, with a warning to help me see myself clearer. I never meant to start a fire, and never meant to make you bleed. I saw the devil.